So, damit steigen wir ein in die Tagesordnung. So wie wir es gestern festgelegt haben, starten wir mit dem Tagesordnungspunkt 8, dem Veranstaltungsnetz Altmarkt. Und dazu haben wir zunächst zwei Ergänzungs- bzw. Änderungsanträge, FDP und Linke, und die könnten uns eingebracht werden. Will eine Runde machen, die Linksfraktion in der Debatte. So, wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, wo wir gestern standen, beginnen wir heute in der Fraktionsrunde mit den Freien Wählern. Wird das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann hüpfen wir von Freien Wählern nach oben auf die Liste. Und es wären dann Bündnis 90 Die Grünen, und da habe ich Frau Krause stehen. Nee, Herr Löser macht's, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Altmarktsanierung begleitet uns nun mittlerweile seit vielen, vielen Jahren. Ich erinnere daran, wir haben erst vor ungefähr, ich glaube, 10 Jahren den kompletten Altmarkt aufgegraben, haben mit ganz viel Brimborium dort lange Zeit alles gesperrt und haben dann diesen Platz saniert. Es gab einen großen Wettbewerb, wie dieser Altmarkt aussehen sollte. Es wurden diese Brunnen hinzugefügt und es kam dieser schräge Mast, der auch noch heute den Altmarkt ziert, wenn man es positiv formulieren will. Dann hörten wir vor ungefähr 2 Jahren, dass der Zustand vor allen Dingen der Technik für die Veranstaltungstechnik in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Wir hörten, die Firmen hätten gefuscht, aber es wäre nun verjährt und es wäre auch eigentlich unklar, wer das bezahlen soll. Gleichwohl muss man etwas tun. Und dann hat der Stadtrat vor 1,5 Jahren, glaube ich, beschlossen, dass wenn wir schon diesen Altmarkt umbauen und sozusagen den Stand, den wir mal hatten, dort komplett wieder aufreißen, dass wir dann etwas tun. Das war vor allen Dingen Herr Rentsch damals von der CDU über den Behindertenbeirat, der forderte, dass man dann auch den Altmarkt barrierefrei gestalten soll. Und dann, wenn man sich das anguckt, liegt es ja vor allen Dingen an dem Pflaster, was dort eingelassen ist und historisch diesen Platz fasst. Nun muss man dieses Pflaster, wenn man das barrierefrei machen will, im geschnittenen Pflaster ausführen. Das heißt, man muss entweder diese Pflastersteine abschneiden oben. Ich habe da mal angefragt, was das kostet. Das sind enorme Kosten. Glaubt man nicht, heutzutage ist auch Pflasterstein abschneiden sehr teuer. Und es wurde dann gesagt, man muss die Steine eigentlich alle rausnehmen, man muss neue geschnittenes Pflaster kaufen und dann müsste man mit den alten irgendwas machen und man muss es im Prinzip komplett neu machen. Wir haben dann damals trotzdem gesagt, wir beschließen das. Es gab eine Mehrheit dafür, die gesagt hat, der OB wird beauftragt. Und dann kam die Zahl, 6 Millionen soll das mehr kosten. Und im aktuellen Haushaltsentwurf, so wie ich sehe, ist dieses Geld aber nicht eingestellt. Jetzt kommt eine weitere Vorlage, die uns sagt, nun, der Stand der Technik hat sich nochmals verschlechtert. Wenn dort weiter Veranstaltungen betrieben werden, kann es passieren, dass es Kurzschlüsse gibt, dass dort wirklich schwere Gefährdungen eintreten von denen, die das dort betreiben. Man hat uns Bilder gezeigt, wie verrottet das Ganze ist und im Prinzip uns vor die Frage gestellt, entweder machen wir jetzt diese Sanierung dieser Technik oder der Altmarkt ist für Veranstaltungen geschlossen. Wir haben dann gesagt, vor dem Hintergrund, wie es jetzt aussieht, nämlich dass dieses Geld nicht eingestellt ist, die 6 Millionen, das hätte eigentlich die Verwaltung einstellen müssen. Es gab den Stadtratsauftrag, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Gestaltungsbeirat ist ein Stadtratsbeschluss, steht ja im Haushalt nicht drin. Und jetzt haben wir die Situation, entweder wir beschließen die Sanierung nach Vorlage der Verwaltung oder wir haben eben die Situation, dass das geschnittene Pflaster jetzt nicht kommen kann. Wir würden erst mal sagen, dass wir der Verwaltungsvorlage insofern folgen müssen, weil die Situation jetzt ist, wie sie ist. Wir halten trotzdem die behindertengerechte Ausführung dieses Platzes für sehr wichtig. Wir folgen dem Antrag der FDP, der im Wesentlichen den Stadtbezirksbeirat Altstadt da übernommen hat. Der linke Antrag sagt jetzt, wir sollen das im Prinzip machen und das Geld dann einstellen für 22, 23. Wir werden das nochmal beraten, was wir damit machen. Gleichwohl ist klar, im Prinzip verschiebt es unser Dilemma nur in die Zukunft. Denn ich sage mal, es gibt hier Fraktionen, die wollen für 6 Millionen Zuschuss den Fernsehturm sanieren. Es gibt andere, die haben andere Projekte und dann sind da eben 6 Millionen geschnittene Pflastersteine.
So, das ist die Wahrheit über dieses Thema. Wir werden dann nochmal beraten, wie wir uns dazu verhalten. Ich glaube, wir müssen unbedingt auch für die Barrierefreiheit etwas tun. Und selbst wenn wir heute die Ursprungsvorlage beschließen, müssen wir uns als Rat zur Aufgabe machen, zumindest die wichtigen Gehwege, und da gibt es Möglichkeiten, auch das zu tun. Auch wenn das Wettbewerbsergebnis, da gibt es ja so eine Urheberrechtsfrist, abgelaufen ist, sollte man sich dieses Themas unbedingt wieder annehmen und dann schauen, dass man zumindest die Laufbeziehungen, die man da ermitteln kann, das gibt es auch in anderen Städten in Deutschland, die haben das gemacht, mit weniger Aufwand, dass man das zumindest wiederherstellt. Soweit erstmal, wir machen dann nochmal eine Auszeit. Frau Frohwieser wird das offiziell beantragen. So, dann machen wir in der Fraktionsrunde weiter. Die CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. Im Dezember durfte ich zum Thema Altmarktumbau meine erste Rede hier im Rat halten, beziehungsweise damals ja im Rathaus. Damals glaubte ich, das Thema sei mit dem eindeutigen Beschluss erledigt. Das anzunehmen war möglicherweise ein Anfängerfehler. Denn als Stadtrat sollte man offensichtlich niemals die Kreativität der Verwaltung unterschätzen. Wir hatten im Dezember die Verwaltung beauftragt, bei der Sanierung des Leitungsnetzes auf bzw. unter dem Altmarkt den Platz komplett mit geschnittenem Pflaster auszulegen. Auch eine Deckungsquelle für die notwendigen Mehrkosten wurde geliefert und in der Sitzung durch den zuständigen Beigeordneten bestätigt. Im Ausschuss wurde nun auf Nachfrage erklärt, die Deckungsquelle würde für diesen Zweck nicht zur Verfügung stehen. Das ist insofern spannend, als sie vom Finanzbürgermeister explizit bestätigt wurde in dieser öffentlichen Sitzung damals im Dezember. Aber sei es drum, die Verwaltung hatte schon im Dezember den Versuch unternommen, den Altmarktumbau ohne geschnittenes Pflaster durchzuführen, jetzt also ein neuer Versuch. Ich will noch einmal kurz die Historie dieses Beschlusses darstellen. Im Februar 2019 hat der alte Stadtrat die Sanierung des Altmarktes beschlossen und auf Antrag der CDU, unterstützt durch die Grünen damals, dass für wichtige Wegebeziehungen geschnittenes Pflaster verlegt werden soll, als Ergänzung hinzugefügt. Die Verwaltung hat dann mehr als ein halbes Jahr gebraucht, bis sie in den neuen Stadtrat eine Vorlage einbrachte, die genau diesen einen Beschlusspunkt wieder aufheben sollte. Man hatte die einzelnen Märkte übereinander gelegt und festgestellt, dass keine wichtigen Wegebeziehungen definiert werden können. Warum man dazu ein halbes Jahr braucht, ist mir schleierhaft, denn jeder von uns weiß, dass die einzelnen Märkte unterschiedlich aufgebaut sind. Man hätte ja aber auch mal kreativ darüber nachdenken können, ob man nicht die Marktkonzepte anpassen könnte, um den Beschlusspunkt zu erfüllen. In der Konsequenz haben wir dann im Dezember hier im Rat mit 3/4 aller Stimmen beschlossen, dass der gesamte Platz mit geschnittenem Pflaster ausgelegt werden soll. Die laut Vorlage, andere Zahlen hatten wir nicht, ausgewiesene Mehrkosten hatten wir mit dem Deckungsvorschlag unterlegt, ich hatte es gerade schon gesagt. Nun, ein 3/4 Jahr später, ereilt uns wieder eine neue Vorlage zum gleichen Thema. Ereilt deshalb, weil die Vorlage als Eilvorlage durch die Gremien gepeitscht wurde. Wir sollen also einer erneuten Aufhebung unseres eigenen Beschlusses zustimmen und hatten im Vorfeld keine Beschäftigung damit in den Ausschüssen. Die Verwaltung argumentiert mit der dringend notwendigen Sanierung des Leitungsnetzes, die keinen Aufschub mehr dulde. Und damit, dass wir der Vorlage jetzt zustimmen müssten, weil sonst die Ausschreibung nochmal neu vorbereitet werden müsste. Das würde den ganzen Vorgang verlängern. Ich frage mich dabei allerdings, warum die Verwaltung die Ausschreibung in den letzten 9 Monaten nicht auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom Dezember vorbereitet hat. Denn der war ja eindeutig. Ebenso eindeutig und durchschaubar ist der Versuch, uns mit der zweistufigen Sanierung zu locken, so wie sie jetzt in dem Verwaltungsvorschlag enthalten ist. Ich bin fest davon überzeugt, ist das Leitungsnetz einmal saniert und der Altmarkt wieder zu, also das Pflaster wieder drin, wird der so schnell nicht wieder angefasst und wir würden das geschnittene Pflaster nie bekommen. Die Umsetzung des Beschlusspunktes 2 würde aus meiner Sicht in den nächsten Jahren nicht passieren. Der Altmarkt bliebe ein Holperfeld, von Barrierefreiheit keine Spur. Als CDU lehnen wir deshalb den Verwaltungsvorschlag ab. Wir bleiben also bei dem ursprünglichen Antrag, den wir im Dezember beschlossen haben. Zu den Änderungsanträgen, der Antrag der Linken, ich hatte gestern ja extra auf die Verlegung auf den heutigen Tag gebeten, um mir das in Ruhe ansehen zu können. Grundsätzlich schöner Antrag, weil er bekräftigt letztlich das, was wir im Dezember beschlossen haben. Allerdings steht drin, für den Fall, dass es nicht funktionieren würde, soll es im Doppelhaushalt 2023-2024 jetzt schon mit einem Beschluss festgesetzt werden. Wir haben noch nicht einmal den Doppelhaushalt 2021-2022 und deswegen einen Haushaltsvorgriff auf den übernächsten Haushalt zu machen, halte ich vom jetzigen Zeitpunkt her einfach für
nicht möglich und deswegen werden wir diesem Antrag höchstwahrscheinlich nicht zustimmen. Wenn es noch mal eine Auszeit gibt, können wir gegebenenfalls natürlich noch mal beraten, wie die Mehrheiten dann sich im Rat darstellen. Aber im Moment sagen wir Ablehnung dieses Antrages und auch Ablehnung des Verwaltungsantrages. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion. Wird er das Wort gewünscht? Nein. Dann ist als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Wieder? Herr Frabe macht es, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine werten Damen und Herren, liebe Zuhörende. Ich stehe hier als Mitglied des Beirates für Menschen mit Behinderungen und wir haben uns nun schon erneut mit diesem Antrag auseinandergesetzt. Wir waren damals im Beirat für Menschen mit Behinderungen sehr froh, dass der Stadtrat entschieden hat, den gesamten Altmarkt mit einem geschnittenen Pflaster auszustatten und waren wirklich voller Hoffnung, dass dies auch umgesetzt wird und damit jahrzehntelanges Holpern über den Altmarkt ein Ende hat. Nun sind in der Diskussion, die wir am Mittwoch geführt haben, sehr verschiedene Argumente gegeneinander abgewogen worden und der Beirat hat einen Beschluss gefasst, wo genau das, was wir in unserem Ergänzungsantrag haben, nämlich dass wenigstens dann 2023/24 es dann wirklich weitergeht. Denn wir teilen durchaus die Bedenken, die hier geäußert wurden, dass in diesen zwei Scheiben die erste vielleicht noch erfolgt, weil darauf sind die Veranstalter angewiesen, aber dass damit dann auch Schluss ist mit der Sanierung des alten Marktes und nichts weiter geschieht. Um das sozusagen wenigstens zu sichern, ist von uns hier aufgeschrieben worden, sollte es unmöglich sein, die Variante 1 in Spalte 5, also sollte es unmöglich sein, die Variante 3 hier umzusetzen, dann wenigstens sollte diese zweite Scheibe im Jahr 2023/24 realisiert werden. Und obwohl das teurer wird sozusagen in diesen zwei Scheiben, als die Maßnahme jetzt im Ganzen durchzuführen. Wir bekräftigen auch nochmal mit unserem Antrag, dass unsere Vorzugsvariante die Spalte 3 ist, nämlich die vollständige Sanierung des Altmarktes mit geschnittenem Pflaster. Das haben wir uns damals auch wirklich nie leicht gemacht. Hier ist enorm diskutiert worden und es tat uns schon auch weh, so viel Geld auszugeben für die erneute Sanierung des Altmarktes, obwohl die vorhergehende gar nicht so lange her ist. Und deswegen bitte ich Sie darum, dass wir hier alle dafür uns einsetzen, dass das wenigstens dann noch umgesetzt wird und dass wir unseren ehemaligen Beschlüssen auch ein bisschen treu bleiben. Stimmen Sie unserem Ergänzungsantrag bitte zu. Und als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Frohwieser. Wenn das Mikro, ja, jetzt, ich würde es gern von hier machen wollen, wenn das Mikro angeschaltet ist. Das kann man ganz kurz machen, weil in der Sache sind wir da, glaube ich, wirklich alle Meinungen ausgetauscht und wir sind uns in der Sache da ja auch sehr einig. Wir hatten den Kolleginnen und Kollegen vorher ja schon signalisiert, dass wir nochmal Beratungsbedarf hätten. Da es jetzt ja auch schon angedeutet ist, würde ich dann auch tatsächlich nochmal um 5 Minuten Auszeit bitten nach den Redebeiträgen. Vielen Dank. Und als nächstes FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Altmarkt ist ja leider ein nicht besonders gelungenes Beispiel für die Sanierungsarbeiten in der Stadt in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, er ist sogar ausgesprochen misslungen. Sowohl architektonisch finde ich ihn überhaupt nicht attraktiv. Leider allerdings auch, was seine funktionelle, was die Funktionalität betrifft. Und eben auch, was solche Dinge wie Barrierefreiheit betrifft. Und da müssen sich aber alle die hier im Rat zuerst an die Nase greifen, die diesen Altmarkt, so wie er jetzt ist, ja wollten. Also ich kann mich noch erinnern an meinen Amtsvorgänger Jan Mücke, der hier genau gegen diese Architektur und gegen diesen Markt
gekämpft hat. Ich kann mich aber auch erinnern, wer alles diesem Markt zugestimmt hat. Und was mich dann schon wundert ist, dass man nicht bereits damals das Thema Barrierefreiheit stärker mit in den Fokus gesetzt hat und darauf geachtet hat, dass man das mit umsetzt. Es spielte damals offensichtlich überhaupt keine Rolle. Jetzt ist es, wie es ist. Wir haben Handlungsdruck und wir können uns auch gar keine Verzögerung mehr leisten, wenn wir den Markt nämlich als Veranstaltungsort leisten können. Ich wundere mich ein bisschen über diese Debatte hier, die nur dazu führt, dass wir ein neues Problem bekommen, nämlich dass der Altmarkt in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich beispielsweise für den Striezelmarkt vielleicht schon nächstes Jahr gar nicht nutzbar ist. Also wer jetzt auch darauf Wert legt, dass sofort auch das geschnittene Pflaster reinkommt, weiß hoffentlich, was er entscheidet. Dann haben wir die wichtigste Eventfläche, die wir in dieser Stadt haben, wahrscheinlich auf eine ganz lange Zeit lahmgelegt. Also ist Ihnen das bewusst oder ist das jetzt bloß mal etwas, was man mal so fordert? Es ist schlecht gelaufen, das wissen wir alle. Aber wir sind im Stadtrat nun mal auch dazu da, die Probleme dann zu lösen. Und sie sind eben nur lösbar, wenn wir jetzt diesen kleinen Schritt gehen und eben nicht diesen größeren Schritt gehen, den sich sicherlich ja alle wünschen, aber ist im Moment einfach nicht machbar. Also diese Nebenwirkung, die wir dann bekommen, also wer das hier verantworten will, das finde ich mal eine ganz interessante Diskussion, können Sie an der zweiten Runde mal darauf eingehen, meine Damen und Herren. Ich will auch dazu sagen, dass das, was jetzt gemacht wird für die Barrierefreiheit des Marktes, von ganz entscheidender Bedeutung ist und für alle, die diese brauchen, auch eine Verbesserung sein wird. Denn wenn wir diesen ersten Schritt gehen, heißt es, dass bei den Veranstaltungen, die hier stattfinden, ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten, die die Barrierefreiheit brauchen, weil sie im Rollstuhl sind oder schlecht laufen können, dass sie den Altmarkt ja nicht einfach so besuchen, sondern dass sie ihn besuchen, wenn dort Veranstaltungen drauf sind. Und das, was wir erreichen durch den Antrag, ist, dass sämtliche Kabelbrücken, all das, was wir im Mediennetz momentan überirdisch haben, verschwindet. Das heißt, die Nutzbarkeit des Altmarktes, immer dann, wenn dort auch was los ist, verbessert sich ja fundamental, meine Damen und Herren. Und das ist auch für die Menschen, die das brauchen, eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das jetzt hier dann am Ende ja sogar verzögern oder es wieder so entscheiden, dass am Ende es nicht gemacht werden kann, meine Damen und Herren. Deswegen bitte ich Sie noch mal zu überdenken, ob wir wirklich diesen Weg gehen wollen oder ob wir nicht der Vorlage der Verwaltung jetzt zustimmen sollten. Wir werden das auf jeden Fall tun. Wir haben noch einen Änderungsantrag einzubringen hier, der ist gar nicht auf unsere Mist gewachsen, sondern das sind die Punkte, die im Stadtbezirksbeirat Altstadt mit aufgenommen worden sind, die aus unserer Sicht sehr, sehr sinnvoll sind. Ich sage es nur ganz kurz. Zum einen ist es, dass wenn man den Altmarkt anpasst, bitte dann auch die Brunnenanlagen, diese hässlichen Brunnenanlagen, aber wenn sie schon hässlich sind, sollten sie wenigstens funktionieren. Ich dachte manchmal, das muss so sein, dass dort nur so ein bisschen Feuchtigkeit rauskommt, aber nein, das sind doch einige kaputt. Vielleicht reparieren wir die bei der Gelegenheit, das wollen wir ganz gerne. Wir wollen unbedingt, dass den ansässigen Gastronomen Möglichkeiten geschaffen werden, rund um den Altmarkt auch weiter wirtschaften zu können. Wer es jetzt gerade sieht, sieht ja, wie der Altmarkt auch gewinnt, wenn man mehr Freisitze hat und einfach die Leute sich ausbreiten lässt. Haben wir auf dem Neumarkt, sieht man es, glaube ich, am allerstärksten, wie gut das ist, dass wir dort mal ein bisschen was möglich gemacht haben. Und natürlich Barrierefreiheit, richtig, der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat sich dort für die südöstliche Ecke am Zugang zum Altmarkt gewünscht, dass sie abgesenkt wird. Ich glaube, das sollten wir auch machen. Das ist mit Sicherheit finanzierbar. Aber ansonsten denke ich, mit diesen Änderungen ist die Verwaltungsvorlage so das Beste, wenn wir dazu stimmen. Dankeschön. So, damit wären wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben uns kürzlich im Ausschuss für Wirtschaftsförderung mit dieser Thematik befasst und es gibt so einen Punkt, wo ich wirklich sauer werde. Und das ist, wenn die Stadtverwaltung versucht, den Stadtrat hinter die Fichte zu führen, um sozusagen durch die Hintertür bereits beschlossene Entscheidungen wieder rückgängig zu machen, die der Verwaltung nicht passen. Und genau das haben wir hier erlebt. Da hat also der Amtsleiter Dr. Franke behauptet, es bestünde Gefahr im Verzug. Klingt erstmal sehr dramatisch. Er hat erzählt,
dass eben die elektrischen Anlagen, die unterirdischen, dass die eben mit Wasser geflutet würden, und das leuchtet jedem ein, dass das nicht zusammenfasst. Hat er also dramatisch dargestellt, dass da sofortiger Handlungsbedarf bestünde. Und ich habe mir dann eine ganz einfache Frage erlaubt, nämlich jene: Wenn das alles so dramatisch ist, dann müssten Sie doch eigentlich sofort die elektrischen Anlagen abstellen und elektrische Anlagen, und die abgestellt sind, und Wasser, da besteht dann keine Gefahr mehr. Haben Sie die denn abgestellt? Ja, die haben wir abgestellt. Okay, also die akute Gefahr erstmal beseitigt. Und damit sind wir jetzt beim springenden Punkt. Wir haben jetzt im Grunde folgende Varianten zur Auswahl. Wir können jetzt unseren alten Beschluss aufheben und ganz schnell eine Minimalvariante machen, um die Anlagen in Ordnung zu bringen. Das heißt aber im Klartext, dass wir dann auf Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, den Altmarkt praktisch nicht mehr anfassen werden. Das ist dann so. Und dann haben wir die Situation, wie wir sie oberirdisch jetzt haben, nämlich mit diesem ungeschnittenen Pflaster, mit dieser unbefriedigenden Situation. Oder wir machen eine andere Variante, wir machen es gleich einmal richtig und lösen damit alle Probleme. Die dauert vielleicht etwas länger und die ist auch etwas teurer. Aber der Stadtrat hat doch genau diese Debatte geführt und er hat sich dafür entschieden, mehr Geld in die Hand zu nehmen und die Probleme ein für alle Mal richtig zu lösen. Und jetzt zu dem Problem, was Herr Zastrow ansprach. Also mit Verlaub, meine Damen und Herren, der Striezelmarkt hat früher über sehr viele Jahre auch mit Kabelbrücken funktioniert. Ja, das ist natürlich kein Idealzustand, selbstverständlich nicht. Deswegen wollen wir ihn ja generell beseitigen. So, aber es ist doch allemal besser, wir machen eine große Variante, wo wir alle Probleme in den Griff bekommen und nehmen dafür vorübergehend nochmal Kabelbrücken in Kauf. Und was Sie hier für ein Schreckensszenario an die Wand malen, dass da der Striezelmarkt ausfallen würde oder andere Veranstaltungen. Nein, das ist doch wirklich Unsinn. Wir haben über so viele Jahre auch ohne die unterirdischen elektrischen Anlagen dort Veranstaltungen drauf gehabt. Sie können stattfinden, eben mit dem etwas ungünstigen Zustand der Kabelbrücken. Aber das nehmen wir dann eben zeitweise im Kauf, um es einmal richtig zu machen, um einmal einen der wichtigsten Plätze in dieser Stadt mal richtig in Ordnung zu bringen. Ich möchte auf das Argument eingehen, was der Kollege der CDU-Fraktion angeführt hat. Er hat sich ja mit dem Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke auseinandergesetzt, hat dort auf ein Problem hingewiesen. Wir haben ja eine Formulierung drin, die auch auf den Doppelhaushalt 2023-24 verweist. Da ist durchaus was dran. Also das ist ein Argument, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Uns hat das überzeugt. Und deshalb möchte ich hier erklären, dass wir aus unserem Antrag, aus unserem Ergänzungsantrag, die letzten beiden Sätze herausnehmen werden und dann tatsächlich dabei bleiben, dass wir diesen bereits gefassten Beschluss bekräftigen und dass wir den Oberbürgermeister entsprechend beauftragen, die Maßnahme umzusetzen. Und ich glaube, da sollten wir hier dann im Stadtrat große Einigkeit haben, dass wir dann sozusagen insgesamt jetzt uns für die große, die nachhaltige Lösung entscheiden. Ich bitte Sie für diese Variante um Zustimmung und darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, bevor es in die 5 Minuten geplante Auszeit geht, kann ich dann nur sagen, diese entsprechenden Mehrmittel, die Sie benötigen, um das in geschnittenen Pflaster auszuführen, sind im derzeitigen Haushaltsentwurf nicht drin. Wir dürfen uns auch vergegenwärtigen, wir sind in einer Corona-Situation, wo die Einnahmesituation nicht sprudelt. Und wenn Sie das ernst zu nehmen meinen, was Sie dann beschließen eventuell wollen, dann müssen Sie auch im Haushaltsvollzug die Mittel aus anderen Positionen dafür zur Verfügung stehen. Sonst passiert eines: Es wird über die nächsten Jahre kein Umbau entsprechend realisiert werden können. Und es werden nicht nur etwas Kabelbrücken, sondern sehr viele Kabelbrücken da sein. Und ob da im Sinne einer barrierefreien Marktgestaltung da ein Vorzug gestaltet worden ist, ist dann jedem Betrachter selber überlassen. Herr Nommel. Ja.
Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Die Vorredner haben ja doch hier einige Fragen auch aufgeworfen. Die Fragen waren natürlich in der Form, dass also hier mit der Brücke Sachen stattfinden. Könnte es sein, dass dadurch auch der Striezelmarkt, das wurde ja beziehungsweise der Platz im Gesamten in dem Fall, gesperrt werden könnte wegen polizeirechtlichen beziehungsweise Brandschutzgründen? Was früher erlaubt war, kann ja dann später verboten werden, weil sich Gesetze verändert haben. Wie ist denn da die Rechtslage und Auffassung der Landeshauptstadt? Also, irgendwann Termin im Sommer habe ich ein Schreiben des Rechnungsprüfersamts leider auf den Tisch bekommen, der ganz deutlich aufgrund der jährlich durchgeführten Prüfungen, die immer standardmäßig stattfinden, aufgezeigt, dass hier Gefahr im Verzug ist. Dementsprechend kannte ich da auch nie weiter zuwarten, sondern die Anlage ist mit sofortiger Wirkung außer Betrieb gesetzt, damit eben keine Gefahr für Leib und Leben von dieser Anlage ausgeht. Und wir gestalten im Moment das Marktgeschehen, indem Drehwerk oder der Energieversorger und entsprechend beauftragte Firmen ein Interimsnetz für jede Einzelveranstaltung hinlegen, was pro Veranstaltung je nach Größendimension und wenn es der gesamte Markt ist, mindestens eine hohe fünfstellige Summe pro Einzelveranstaltung kostet, um diesen Markt zu veranstalten. Sie haben ja bereits den entsprechenden Vorlage bekommen für nächste Woche im Finanzausschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes dieses Jahr 50.000 Euro. Und das können Sie für jede einzelne andere Veranstaltung dann hochaddieren. Und dann ist eine Frage der Zeit, wann das Dimensionen annimmt, die in ähnliche Größendimensionen wie auch eine Investition kommen. So, dann noch mal eine Frage. Also Herr Giesling und dann würde ich die 5 Minuten Auszeit geben. Ja, ist nicht ganz zur Sache dieser Vorlage und des Antrages, aber Sie sagten soeben, dass die Mittel, die unsere Fraktion begehrt in ihrem Änderungsantrag, nicht im Haushalt eingeplant sind, obwohl sie ja basieren auf einem bereits geschlossenen Stadtratsbeschluss. Und da ja man im gegenwärtigen Haushalt nicht erkennen kann, wozu die einzelnen Einsparungen in den Produkten führen, würde ich Sie bitten, doch mal darzulegen, auch später vielleicht schriftlich, welche anderen Stadtratsbeschlüsse ebenfalls, obwohl sie beschlossen sind, im Haushalt gegenwärtig nicht untersetzt sind. Denn man sieht es nirgends. Also, wenn alle Ihre Stadtratsbeschlüsse umgesetzt werden wollten jedes Jahr, dann bräuchten Sie einen Goldesel im Keller oder es müsste die Haushaltsführung nach einem Perpetuum mobile funktionieren. Das ist so, können Sie den Kopf dreimal schütteln. Es ist so, dass es nicht finanzierbar ist, was der Rat regelmäßig an Aufträgen mit gibt. Und auch häufig sind Sie nur bedingt halten sich an die Spielregeln, dass entsprechende Deckungsquellen für Änderungsanträge beschlossen werden. Das ist so. Herr Schwöbach. Ja, eine Wortmeldung zur Sache. Also sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, aber mit Verlaub, diese Antwort war jetzt gelinde gesagt ein bisschen frech. Also der Stadtrat ist das Hauptorgan dieser Stadt und erfasst Beschlüsse. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass diese Beschlüsse haushalterisch nicht untersetzt sind, also rechtswidrig oder nachteilig für die Stadt sind, dann haben Sie denen zu widersprechen, und zwar innerhalb der vorgegebenen Frist. Und wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie die Beschlüsse umzusetzen. Und wenn Ihnen im Rahmen der Umsetzung dieser Beschlüsse bewusst wird, dass es da ein finanzielles Problem geben kann, das kann ja passieren aufgrund finanzieller Entwicklungen, die nicht vorhergesehen sind, dann haben Sie den Stadtrat entsprechend zu informieren und darauf hinzuweisen, damit er in seiner Entscheidungshoheit sich damit auseinandersetzen kann. Aber hier einfach so mir nichts, dir nichts, sozusagen dem Stadtrat irgendwelche Vorwürfe zu machen und
gefasste Beschlüsse nicht umzusetzen und stillschweigend darüber hinwegzugehen, das ist nicht in Ordnung. Das will ich Ihnen an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen. Das haben Sie hiermit getan. Und ich weise nur darauf hin, dass Sie dafür ja regelmäßig Beschlusskontrollen bekommen, in denen genau diese Informationen Ihnen mit Regelmäßigkeit mitgeteilt werden, dass nichts Neues ist. Und Sie tun jetzt hier, als wären Sie mit neuen Informationen unterwegs. Das ist nicht die Sachlage. Frau Piliusjene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss in ein ähnliches Horn tuten, weil wir haben jetzt zwar noch keine Haushaltsdebatte, aber eines ist, glaube ich, schon wieder festzustellen, dass diese Aufstellung einfach dieser dicken Bände, durch die man sich ja dann als Ehrenamtler hindurch quälen muss, sage ich jetzt mal, ein Maximum an Intransparenz eigentlich beinhaltet. Und wenn jetzt hier die Forderung gestellt wird, die ich absolut legitim finde, dass man eigentlich möglichst aufgelistet haben sollte, der Kollege Schmidt von der CDU hat es ja auch richtig formuliert, dieser Beschluss von uns, der ist ja nicht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren und, gefällt worden und den haben wir dann immer so, wie es manche gibt, die man da irgendwie über die Jahre hinweg als zu vernachlässigend ansieht, sondern der ist von uns gemeinsam getragen worden und sollte ja auch ernst genommen werden. Und deswegen finde ich es schon legitim, dass wir als Stadträtinnen und Stadträte wirklich so ernst genommen werden, dass man uns einen möglichst maximal transparenten Haushalt vorlegt. Und das möchte ich an dieser Stelle doch nochmal sagen. Und wenn wir da nachfragen und vielleicht auch im Nachhinein noch gerne Listen haben möchten und feststellen, wo man noch nachbessern kann, dann ist es eigentlich nicht eine Unverschämtheit von uns, sondern eigentlich unser gutes Recht. Vielen Dank. Darüber haben wir ja, also wir machen ja maximale Transparenz und informieren jeweils darüber. Das ist das gute Verfahren permanent der Stadtverwaltung, dass da nichts unter den Tisch fällt, sondern wir natürlich sehr wohl darüber informieren, wenn es aus haushalterischen Gründen nicht vollzogen wird. Und ich nehme auch Ihren Wunsch mit, den werde ich mir beherzigen, dass ich mit Penetranz jedem Beschluss widersprechen soll, der nicht eine ordnungsgemäße Haushaltsdeckung hat. Dann werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge Spaß miteinander haben, bis wir das dann so eingepflegt haben, dass wir da auch konsequent uns danach handeln werden. Herr Genschmar. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Situation hier im Rat zeigt deutlich, dass wir auch Themen haben, die fraktionsübergreifend alle gleich sehen. Ich will kurz darauf hinweisen, dass wir als Freie Wähler mit der CDU dazu einen Antrag gerade im Geschäftsgang haben, wo wir die Verwaltung auffordern, mal alle nicht erfüllten Stadtratsbeschlüsse vorzulegen. Wenn die Kollegen unseren Antrag dann mal in den Ausschüssen mittragen würden, würden wir das haben. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch heute auf der Tagesordnung, wenn wir es haben, beim Tagesordnungspunkt 28, wie die Verwaltung so manche Sachen so durchschwingt und von uns heute hofft, dann am Ende ein Okay zu bekommen. Da wird man aus dem Etat vom Straßentiefbauamt die Straße in Lockwitz einfach mal geschrieben und das Geld woanders hingenommen. Der ehemalige Bürgermeister, der baut einfach mal einen Radweg, der nicht beschlossen ist und lässt sich im Nachhinein das vom Stadtrat absegnen. Also es liegt auch an uns selber, uns dieses Handeln der Verwaltung sozusagen nicht durchgehen zu lassen. So, bevor wir in weitere Vorwürfe gegenseitig eintreten, machen wir lieber 5 Minuten Pause, Auszeit und dann setzen wir fort. So, meine Damen und Herren, 5 Minuten sind lange vorbei und deswegen sollten wir in der Tagesordnung und in der Behandlung fortfahren. Wir haben auch noch viele, viele Punkte heute vor uns, dass wir zum guten Abschluss kommen und möglichst viel abarbeiten.
Nach der Auszeit gibt es Wortmeldungen oder Anträge. Herr Scholbach. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich möchte nochmal Bezug nehmen auf den Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke, damit auch Klarheit besteht, worüber wir abstimmen. Also in diesem Ergänzungsantrag streiche ich hiermit den letzten Satz, das ist der, der damit beginnt, dabei ist zu prüfen, dann den vorletzten Satz, der beginnt mit, sollte dies objektiv unmöglich sein, und in dem Satz, der Oberbürgermeister wird daher beauftragt, streiche ich das Wort bevorzugt. Ansonsten bleibt der Änderungsantrag so, wie er ist. Gut, das hätte ich auch so vor uns vorgetragen, bis auf die eine Änderung, dass bevorzugt jetzt noch hinzugekommen ist. Das ist nochmal wichtig. Es gibt weiteres, was jetzt in Richtung Anträge geht. Herr Schmidt. Nicht in Richtung Anträge. Ich würde jetzt aber noch mal kurz für die Fraktion erklären, wir würden diesem Änderungsantrag jetzt zustimmen. Wir stehen dazu, dass die Altmarktsanierung passieren muss, dass das Leitungsnetz saniert werden soll. Wir wollen aber auch auf jeden Fall das geschnittene Pflaster haben. Deswegen ist der Antrag, so wie er jetzt formuliert ist, für uns zustimmungsfähig. Und weil Sie das Thema mit dem Haushalt erwähnt haben, die Fraktionen werden sich dann am Ende natürlich dafür verständigen oder darauf verständigen müssen, dass das Geld im Haushalt entsprechend auch eingestellt wird. So, dann können wir jetzt zur Abstimmung schreiten und dann gehen wir mal in der Chronologie durch den Antrag oder die Vorlage durch und die Beschlussempfehlung und haben in dem Punkt 1 einen Änderungsantrag, der von Fraktion Die Linke eingebracht worden ist. Ich betone es nochmal, damit es keine Missverständnisse gibt. Die letzten beiden Sätze sind gestrichen und im drittletzten Satz das Wort bevorzugt ebenso. Und das ist dann der Gegenstand, der in der Änderung zu behandeln ist. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. »44 Ja, 23 Nein, keine Enthaltung« wäre dann so angenommen. Und wir kommen zum Ergänzungsantrag FDP, die Punkte 7, 8, 9 zu ergänzen, wie ausgereicht. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, dann wäre das einstimmig empfohlen. Und dann kommen wir damit zur Schlussabstimmung und dann um Zählung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich so geändert um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. »52 Ja-Stimmen, keine Nein, 19 Enthaltungen. Damit beschlossen. Dennoch sage ich schon mal, ich werde prüfen, inwieweit Ihrem Wunsch gerecht werden dieser Beschlusspunkt vollziehbar ist und im Zweifel widersprochen werden muss. Frau Filosine. Ja, ich will nur kurz unser Abstimmungsverhalten
noch mal begründen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das eine Herausforderung ist, jetzt für die Haushaltsberatungen die entsprechende Summe dort zu finden. Andererseits muss ich mal sagen, hat ein erster Blick ja durchaus auch ergeben, dass in unserer eigenen Prioritätenliste das durchaus höher zu ranken ist als das eine oder andere Projekt, was im Haushalt bereits untersetzt ist. Also von daher bin ich da doch ganz optimistisch, dass man da dann entsprechend in die Diskussion kommen kann. Und das Zweite ist, es war uns schon auch noch mal wichtig, zu untersetzen, dass unsere eigenen und damals auch wirklich mit breiter Mehrheit gefassten Beschlüsse ernst zu nehmen sind. Und wenn man sie jetzt an der Stelle noch mal bekräftigen kann, dann war uns das jetzt auch ein wichtiges Signal. Danke. Ich will nur darauf hinweisen, es ist ein Beschluss gefasst worden ohne Deckung. Und beim nächsten Mal erzählen Sie mir wieder, dass ein Beschluss des Rates nie umgesetzt worden ist. Und das werde ich jetzt prüfen. Und wenn sich das als wahr bewahrheitet, dann ist er entsprechend zu widersprechen, damit wir dann später in keine Diskussion hineinkommen. Wir setzen fort in der Tagesordnung.